So, Leute, weiter geht es bei Mario 64. Let's play, let's help. Moment. Ja, nein. Ich brauche mal kurz ein bisschen, genau. Dieses Pendel. Was ihr dort seht, das... Nein! Entschuldigung, Leute. Das war, glaube ich, ein bisschen laut. Aber es ging nicht anders. Weil genau da müssen wir drauf. Das gute Ding transportiert uns geradewegs zum nächsten Stern. Ah, diese Musik ist einfach nur zum Mitpfeifen, Singen und... So, Freundchen. Diesmal nicht. Nicht mit dem TT-Gamer. Ha! Oh, nee, ne? Hör doch auf! Oh. Ne! Ne! Das ist nicht euer Ernst. Boah! Leute, war das knapp. Habt ihr das gesehen? So, da hinten könnt ihr dann schon sehen. Da ist das Objekt der Begierde. Der Stern, den wollen wir haben. So, und weil wir... ja, hier in die Uhr gegangen sind, als der große Zeiger auf 3 war, geht das Ganze natürlich jetzt ein bisschen langsam, aber ich sag's euch ganz ehrlich, mir ist es lieber, wenn es langsam geht, als wenn wir da jetzt super schnell irgendwie vorangehen und dann, ja, geradewegs abkacken. Jetzt ist da auch noch so ein komisches Stromteil hier. Ich glaube es nicht. Mann, Mann, Mann. Also hier in diesem Level bleibt einem echt nichts erspart. Man hat... den größten Mist, den man haben kann, kann man hier kriegen. Und jetzt... komm, komm, komm! Ja! Here we go! Ach, mir fällt ein Stein vom Herzen, Leute. So, ich habe mich dazu entschieden, dass ich den Münzstern... wupp, den werde ich holen am Ende, wenn wir alle anderen Sterne haben. Sonst haben wir den ja mal zusammen mit den roten Münzen geholt. Habe ich jetzt gar nicht gemacht und da weiß ich nicht, ob das hier auch so sinnvoll ist. Was machen wir? Ja, wir müssen den vierten machen, aber ich glaube, wir nehmen erst den fünften mit. Weil der fünfte liegt auf dem Weg auch. Und ja, der vierte ist ganz oben in dem Quatsch hier. Komm, komm. Und der fünfte ist, ja, relativ in der Mitte eigentlich. Und dann machen wir direkt den fünften mit. Dann haben wir den schon mal. Und ja, dann braucht man den später... wow! Später nicht machen. So, wo geht es lang? Es geht hier lang. Wieder mal ein kleiner Safe. Man weiß ja nie. Ich versuche da jetzt einfach mal schnell durchzurennen hier. Lasst mich mal kurz schauen. Okay, wir müssen also dahin. Wir müssen zu einem Gitter oberhalb des zweiten Sternes. Da bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt finde. So, komm, Leben. Ach nein, das beschissene Viech hier wieder. Ach so, ja, jetzt wird's hier wieder... komm, und hopp, und wow. Very good, Mario. Da die blauen Münzen, ganz wichtig für den 100-Münzen-Stern. Ohne geht's, glaube ich. Du bist doch bescheuert, Mario. Da ist er schon wieder abgeschmiert. Da regt er mich schon wieder auf. So. Ach so, da ist das Gitter. Alles klar. Frage. Achso, da. Ah, okay. Ja, es ist, war klar. Dann macht er den Weitsprung nicht. Wir müssen andere... ach du Kacke. Mann. Ja. Nein. Wow, knapp. So, wir müssen da hoch. Genau, hier. Hopp. Er hat nicht geklappt. Egal. Und hopp. Nee. Boah, ich wollte gerade sagen.
Oh, wow, 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 Leute. Ich sag euch, das ohne Save. Es ist fast unmöglich. So. Sache ist die, es geht hier um die Dinger. Da oben seht ihr den Stern auch schon. Und, wir wollen unser Glück versuchen. Und scheitern! Ich habe jetzt den Safe benutzt, obwohl man da auch locker wieder so hätte hochkommen können. Nein! Ach Gott. Da ist er. Here we go! Sauber, Leute. Sauber, sauber. Wir haben eine Menge an Sternen schon. Oh, in der beschissenen Welt fehlen. In der beschissenen Welt fehlen, meine ich. Nur noch zwei Münzenstern und der vierte. Und die kriegen wir auch in diesem Video und in dem nächsten werden wir die beiden, denke ich, oder hoffe ich besser gesagt, noch zusammenkriegen. Der vierte Stern, also wie angedeutet schon mal, befindet sich ganz oben in dem komischen Uhrwerk hier. Und wenn ich am Ende dieser Welt Glück habe, dann habe ich vielleicht auch kein Uhrentrauma, wie ich es schon befürchtet hatte. Ich hatte nämlich schon befürchtet... Ach du Scheiße. Wenn das hier noch so weitergeht, dann... Nein! Vielleicht doch ein Uhrentrauma. Ach so. Ja, hör doch auf. Nein! Du... Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist too much für meine Nerven. So. Nein, nein, du bist nicht mehr ganz bei Sinnen, Mario. Nein. Vielleicht spiele ich das Ganze auch, ja, einfach nur zu hektisch. Kann auch sein. Ist gut möglich, will ich nicht ausschließen. So, jetzt hier runter rasen und Zweiersprung hat sich die Sache. Hier, komm, hier oben einmal dran. Einen gekonnten, mehr oder weniger gekonnten Sprung. Deswegen kriegt man hier auch immer das Leben, weil die ganz genau wissen, dass man, stopp, dass man an der Stelle mal abschmiert. Wissen die ganz genau hier. So, genau, wir wollen hier drauf. Du sollst nicht, komm, hör auf. Ja, es war mir fast klar, dass ich das jetzt hier nicht schaffe. Ja, Mario. Ey, bist du noch zu retten? Bist du noch? Scheiße. Ey. Was soll das denn? Ey, Leute! Das will ich in dem Part jetzt hier. Ja. Noch schaffen. Okay. Hier der Cut. Bis zum nächsten Mal, euer TT-Gamer.